Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Scale, wo wir das letzte Mal eindrücklich bewiesen haben, dass wir es nicht können. Und genau deswegen fängt diese Mizzet gleich schon jetzt an, Switch zu skaten. Um das gleich die Fehler vom letzten Mal besser zu machen. Okay, wir sind gut. Und wir sind nicht runtergefahren. Verdammt, alles okay? Ich habe nichts gesagt. Wetten wir sind immer noch, natürlich sind wir immer noch Switch. Also, inzwischen habe ich aber einen Weg rausgefunden, wie wir es tatsächlich hier oben schaffen können, die Challenge zu bewältigen. Und zwar, indem wir uns die ganze Zeit nur schnell... Dreh um! Ach, verdammte Kacke. Indem wir uns die ganze Zeit nur aufs Maul legen. Das funktioniert beeindruckend gut. Deswegen drehe ich jetzt auch erstmal um. So, jetzt ist er nicht mehr Switch. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Weil dann weiß ich nämlich auch, was ich mache. Also, der Trick ist, man fängt irgendwie mit einem krassen Flip an und versucht hier zwischendrin genau das hier zu machen. Also ganz viele Tricks hintereinander packen. Jetzt ist er schon wieder Switch. Ich finde deine Mutter und vergewaltige sie, Junge. Ist er jetzt wenigstens nicht mehr Switch? Ja, dankeschön. Es nervt mich des Todes. Wirklich, es nervt. Das Spiel macht mir trotzdem Spaß, aber es... Streich das letzte. Ah, Gott. Seit gefühlt 10.000 Jahren machen wir diese dummen Film-Challenges und schaffen einfach nicht mehr. Na, damit kann ich nichts anfangen. Halt, stopp, er war Switch. Umdrehen. Danke. Neu starten. Einfach straight durchgehen. Wenn er an irgendwas fehlt und nicht den Trick macht, den er eigentlich machen soll, einfach zack, neu starten. Geht viel schneller, als wenn man erstmal aufs Maul fällt, weil da muss man sich die ganze Animation angucken. Dann erzählt das Spiel dir sogar extra nochmal im Detail, dass du gerade gefailt hast. Finde ich immer total nett. Hilft mir persönlich auch sehr weiter. Na, ich bin zu früh gesprungen. Ich dachte, ich wäre schneller. Und dann irgendwann darfst du dann das nochmal probieren. Aber zwischendrin sind locker 30 Sekunden vergangen, wo das Spiel dir erzählt hat, ja, wie das Wetter ist, dass gerade irgendwie nicht so die beste Zeit zum Skaten ist, dass die Mutter bald zum Essen reinruft und so. Und das guckst du dir alles einfach alle 20 Sekunden immer wieder an, weil es bei so einer Challenge eben nicht ganz so einfach möglich ist, die Sachen zu beenden, ohne dabei aufs Maul zu fallen. Was? Klingt unrealistisch? Finde ich auch. So, und jetzt würde ich gerne umdrehen. Dankeschön. Krass, dass es funktioniert hat. Weil wir ja relativ gut dabei sind. Wenn ich jetzt den Multiplayer nicht verliere, dann könnten wir es noch schaffen. Aber ich habe den Multiplayer verloren und zu wenig Grinds gemacht. Denn am Anfang mussten auf jeden Fall 4 Grinds drin sein. Aber gut, also wir bewegen uns in eine bessere Richtung. Ich denke, wenn unser Skater in 10.000 Jahren eventuell mal bereit ist, ein bisschen Skill zu zeigen, da dürften wir die Challenge in der Tasche haben. Ja. Läuft doch gerade. What? 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 Was war denn das gerade abgefucktes? Wir haben es geschafft und sind dann aufs Maul geflogen. Also das ist, hat natürlich nichts mit Skaten zu tun, was ich hier gerade treibe. Da habe ich mich schon oft genug drüber abgekotzt. Zack, 50-50. Aufgekommen, geschafft und hingefallen. Aber die Challenge war schon abgeschlossen. Alter, ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. Ziemlich lässig. Wie immer brauchen wir frisches Material. Aber mein Buddy Alex Chalmers hat einen neuen Spot im Kanal aufgerissen. Das sollten wir uns ansehen. Einen neuen Spot im Kanal aufgerissen. Gucken wir mal schnell auf die Karte. 100.000 haben wir schon. Kanal. Wo ist denn der Kanal? Kann ich das verstehen? Ich denke nicht. Hier gibt es halt noch einen Spot, wo wir noch nie waren. Alles andere haben wir inzwischen schon freigespielt. Ja, nö, Leute. Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, dann machen wir auch gleich noch die andere Frau. Wir haben es echt geschafft. Das gibt es ja quasi nie, aber wir haben es, er hat sich mal gut angestellt und keine Scheiße fabriziert. Und genau deswegen können wir jetzt tatsächlich einmal hier runter skaten. Ah, ich sehe da ein Symbol. Das ist es, glaube ich, das, wo wir noch hingehen können, oder? Karte. Wo ist denn das? Wird das von irgendwas verdeckt? Da war nämlich so ein grünes Skate-Männchen gerade. Fresh Herausforderung.
Ich sehe es gerade nicht. Es muss... Hier, da hinten. Da sehe ich das Männchen. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Egal, wie lange das dauert. Sauber war der. Sehr sauber. So sauber, dass ich mich deswegen erstmal zur Ruhe lege. Wenn ich in diese Richtung fahre, dann komme ich dorthin. Also gucken wir jetzt genau in diese Richtung. So, und jetzt gucke ich auf die Karte. Dann müssen wir es ja theoretisch finden. Da gucke ich hin. Ach, das ist einfach nur das Skate-Männchen da hinten. Das ist ja langweilig. Das ist hier, der Do-It-Yourself-Park. Ja, nö, das ist langweilig. Egal, dann lassen wir den beiseite. Der sah so grün aus, deswegen dachte ich, dass er irgendwie cool ist. Weil es dann irgendwie eine Fresher-Mission wäre. Dann fahren wir da runter, wo uns schon der Pfeil empfängt, um die 6000 Punkte mal schnell einzuholen. Sauber. So macht man mit einem Trick mal schnell einen Dreier-Multiplikator. Einfach wegen dem hohen Drop. Ja, möchte ich. Zack, Multiply wieder weg. Ihr kennt die Geschichte, was wir jetzt hier gleich machen werden, denn ich habe es schon oft genug wiederholt. Das ist aber der Nummer 1 Dinger, um Punkte zu holen. Deswegen. Los geht's. Nö, reicht nicht. Ich hätte gerne irgendwie... Der war okay. Und... Bam! Wie, das hat nicht gereicht. So kriegen wir keine 6000 Punkte. Neu starten. Also, ihr kennt die Chose schon aus älteren Videos. Ich gehe hier hin, mache oben den Dreier-Multiplier voll. Zum Beispiel irgendwie, indem ich hier total abgefahrene Flip-Tricks kombiniere. Meistens funktioniert das auch. Und wenn das geschafft ist, dann kann ich hier einfach einen... Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Theoretisch funktioniert das. Hätten wir mal einen Frontflip in so einem Sponsorenfilm drin. Das will ich versuchen. Die Folge ist ja noch jung und das ist wenigstens meine... Oh, nee, stopp. Umdrehen. Neu starten. Warte, fortfahren. Jetzt hat er es gecheckt. Neu starten. Okay, los. Fuck. So, und jetzt kommt wieder mal das, was ich meine. Zack, Animation, Neustarten, Mutter ruft zum Essen, deine Mutter und dann geht's los. Ja, der war ganz hübsch, aber nicht das, was ich wollte. Ich muss wirklich diesen Dreier-Multiplier an diesem Spot hier reißen. Zum Beispiel so. Und jetzt würde ich es echt zu gerne ausprobieren, ob es geht, hier einen Frontflip runterzumachen. Weil das wäre echt der abgefahrenste Scheiß, den wir bis jetzt in einem Sponsorenvideo gebracht haben. Fuck. Boah. Mann, manchmal tut mir der so leid. Weil ich genau weiß, wie es im echten Leben ist, wenn du an so eine Ledge dran springst oder an so eine Stange. Und dann zerfickst dich einfach so richtig und du rutscht ab. Das ist so eklig. Weil wir probieren erstmal, ob wir den Frontflip überhaupt schaffen können. Noseplant Slide? Nein, leider nicht. Bin mal gespannt, ob das überhaupt geht. Ja, grundsätzlich geht es. Wie cool. Das würde ich echt gerne machen. Bitte. Nur Zweier Multiplier. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwas Krasses reißen. Auch nur Zweier Multiplier. Geht denn ein Backflip besser? Boah. Das ist dermaßen krank. Der Backflip darunter. Also ohne den Dreier-Multiplier am Anfang kriege ich halt damit nicht genug Punkte rein. Aber es sieht so heftig aus wie der mit dem Backflip. Ich muss den Backflip machen, Leute. Da stimmt ihr mir sicherlich zu, auch wenn ihr keine Schlepphoden habt. Aber was auch immer das jetzt damit zu tun hatte übrigens. Nö. Aber warte, umdrehen. Und springen. Sauber. Wollte ich einfach gemacht haben. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber wollte ich einfach gemacht haben. Nö. Warte, erst umdrehen. Sehr schön. Und nochmal runterspringen.
Der war schön. Aber auch nicht das, was ich machen wollte. Okay, der war sauber. Der auch. Und jetzt kommt's. Boah, das ist so abgefahren, ey. Das sieht nicht gut aus, wie der, wenn der da in den Backflip runterspringt. Das sieht einfach nach Selbstmord aus. Super, das war ja gar nichts. Und dann landet er das manchmal auch noch. Ich möchte genau das für meinen letzten Sponsorenfilm gerne drin haben. Und für den Anfang hätte ich gerne einen Pre-Flip Nose Blunt Slide. Aber ich glaube, den kriege ich nicht so einfach hin. Oh, immerhin den Overcrux haben wir. Warte, umdrehen. Vielleicht könnte ich hier runter umdrehen. Das ist echt cool, wie der hier so rangeht und sowas. Wenn man, also okay, das in echt wäre halt allein schon ein echt krasser Trick. Aber in diesem Spiel reicht das halt nicht aus. Na, nur zweier Multiplier. Da muss noch mal mehr ran. Zum Beispiel so. Oder so. Das Problem ist, dass es sich manchmal so dreht. Und ich habe noch nicht ganz rausgefunden, mit was das zusammenhängt. Aber wenn wir das hinbekommen, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Oh ja, da habe ich eine Eingabe zu viel gemacht. Ich würde gerne am liebsten den Winkel kurz verändern und mich hier hinstellen, weil das den Trick einfach leichter macht. Deswegen hier Event verlassen, ja, rechter Button, los geht's. Was war das denn gerade, Alter? Ich habe gerade irgendein Real-Life-Geräusch gehört und konnte es nicht eindeutig zuordnen. Nein! Oh! Okay, es war irgendein ganz komisches Wasser-Real-Life-Geräusch. Und ich hatte gerade keine Ahnung, was hier eigentlich gerade abgeht. Laser-Flip-Nose-Grind, Alter. Nice. Auch der Overcrux. Sehr geil. Komm schon, Sam. Nein! Das tut echt beim Zusehen weh, wie okay. Der sich aufs Maul legt. Vor allem, wir reden hier ja wirklich von was, ne? Also das ist echt eine Distanz, die hier runterspringt. Ich glaube, ich muss eh noch mal ein bisschen üben. Wie geht denn das? Sauber nach oben und hoch. Ja, eben. Und manchmal dreht er sich so. Der soll sich aber nicht drehen, der Hund. Ich würde gerne das mit dem Backflip einfach machen. Ja, nehmen wir hin. Den haben wir auf jeden Fall safe. Double Flip hier runter. Sauber. Und Backflip. Da war er eigentlich. Ich habe es sogar so reingelenkt, damit es passt. Also ich habe wirklich noch dabei gelenkt, aber es hat nicht gereicht. Ja, der war ganz okay. Tree Flip, No Slide. What? What? Alter, ich hab's halt ernsthaft geschafft. Oh, und dann falle ich hier runter. Das wäre das perfekte Sponsorenvideo gewesen. Ich habe einen Tree Flip, No Slide gemacht, Alter. Wie absolut krank episch war das denn bitte? Oh, dann habe ich ihn leider wieder hingelegt. Alter, das war einer der heftigsten Tricks, die ich je in diesem Spiel gemacht habe. Das hätte ich echt gerne im Sponsorenvideo drin gehabt. Das hat auch instant den Dreier-Multiplier natürlich gegeben. Jetzt können wir nochmal einen Backflip üben. Ich schaffe den halt wirklich nie, ne? Irgendwas stimmt hier auch nicht. Vielleicht muss ich irgendwie leicht schief anfahren, damit er sich dann gerade drehen kann oder so. Oh, fuck. Das hat wehgetan. Das war ein richtig realistischer Sturz. Voll auf die Knie. Ja, das war gar nichts. Das war schon eher was. Vielleicht muss ich wirklich...
Lol. Hallo. Alarm. So, jetzt aber. Vielleicht muss ich tatsächlich ein bisschen schief anfahren. Nee, ich falle momentan immer hin. Was ist denn mein Fehler? Ich hab's doch schon mal geschafft mit dem Backflip. Da hatte ich nur leider nicht genug Punkte. Gar nichts. Vielleicht muss ich schneller sein? Irgendwas läuft da noch nicht. Ich habe es aber noch nicht raus, an was es liegt. Mann, das ist aber so geil. Boah, das mit dem Tree Flip Nose, das bin ich echt immer noch traurig. Das war wirklich, das wäre ein Geschenk gewesen, hätte ich das geschafft. Ich meine, es ist schon cool, sowas zu machen, aber... Ach du Scheiße, natürlich gibt das gute Bilder. Leute, ich muss wohl nochmal cutten. In der nächsten Folge schaffen wir es hoffentlich. Und wenn nicht, könnt ihr wenigstens mitfiebern, wie sehr mir das gerade tatsächlich mal wieder Spaß macht, den Trick zu machen. Vielleicht schaffen wir nochmal den Tree Flip Nose Blunt Slide. Das wäre der Hammer. Bis dahin sage ich aber schön Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut und bis dann. Ciao.